Hallo Leute, willkommen zurück. Heute zeige ich euch ein bisschen von meinem Remote-Setup aus Spanien, von wo aus ich die nächsten 3 Monate arbeiten werde. Ich zeige euch, wie mein Setup so aussieht, was ich so mitgenommen habe, an welchen Aufgaben ich gerade arbeite. Und am Ende des Videos gibt es noch eine ziemlich coole Überraschung für euch, meine liebe Community. Also dranbleiben lohnt sich. Viel Spaß! Wir haben uns vor ein paar Tagen auf die Reise gemacht von München nach Baños de Molgas. Das ist wirklich so ein absolutes kleines Kaff mitten in der Pampa in Spanien. Aber super süß, richtig klein und es ist halt einfach super remote. Also hier ist wirklich gar nichts. Hier gibt es nur alte Leute, Natur und wahnsinnig viel Ruhe. Offensichtlich konnte ich mein Riesen-Setup aus München nicht mitnehmen. Deshalb musste ich mich wirklich auf die Sachen beschränken, die ich wirklich brauche. Zum einen ist das natürlich mein MacBook, denn ohne meinen Mac kann ich halt einfach nicht arbeiten. Dazu habe ich noch ein paar Geräte von der Arbeit mitgenommen, wie zum Beispiel dieses iPad Mini hier. Und dann noch diesen Google Chromecast, denn den brauche ich für das Feature, an dem ich jetzt gerade arbeite. Ja, und dann habe ich noch diese Laptop-Erhöhung mitgenommen, ganz einfach, damit ich nicht immer nur nach unten schaue. Meine Maus und noch meine Tastatur. Ich dachte wirklich, dass ich an alles gedacht habe. Und als ich dann auf dem Weg zum Flughafen war, hat mich meine Frau gefragt, hast du auch wirklich alles für die Arbeit mitgenommen? Ja. Natürlich habe ich mein Netzteil vergessen. Ich wusste natürlich, dass es hier im Dorf keinen Elektrofachmarkt gibt. Deswegen bin ich am Münchner Flughafen einfach noch in einen von diesen Elektroläden gerannt, habe mir für 70 Euro dieses viel zu teure Netzteil gekauft. Aber was soll ich machen? Ohne Strom kann ich ja nicht arbeiten. Für Internet benutze ich diesen kleinen mobilen Hotspot. Dort steckt eine SIM-Karte mit unlimitiertem Datenvolumen drin. Das funktioniert super und ich habe eigentlich gar keine Probleme. Internet ist wirklich schnell genug. So, und jetzt, wo mein Setup komplett aufgebaut ist, würde ich sagen, dass wir direkt mit der Arbeit loslegen. Aktuell arbeite ich an einer relativ großen Aufgabe und zwar ist das ein komplettes Redesign unseres Casting-Features. Casting bedeutet eigentlich nur, dass ich von meinem iPhone oder iPad aus irgendwie einen Film oder eine Serie oder halt Fernseher schauen kann und dann, wenn ich einen Chromecast zu Hause an meinem Fernseher stecken habe, dann kann ich das Bild direkt an meinen Chromecast pushen. Deshalb habe ich auch diesen Chromecast aus München mitgenommen. Im ersten Schritt habe ich diese Übersichtsliste neu programmiert, wo alle verfügbaren Chromecasts aufgelistet werden, die sich in meinem Netzwerk befinden. Das funktioniert schon ganz gut, dafür habe ich natürlich wie immer eine Designvorlage bekommen und mein Kollege schaut sich gerade die Codeänderungen an. Sobald man sich dann mit einem Chromecast verbunden hat, funktioniert das iPhone oder iPad praktisch als Fernbedienung. Ich kann also den Videostream, der jetzt auf meinem Chromecast an meinem Fernseher läuft, von meinem Smartphone aus steuern, also ich kann die Lautstärke verändern, spulen, pausieren und so weiter und natürlich auch umschalten. Das aktuelle Design ist so ein bisschen angestaubt, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, ein komplettes Redesign zu machen und ich finde natürlich auch, dass es viel besser aussieht. Das Design habe ich mir natürlich nicht selbst ausgedacht, sondern wir haben dafür ein professionelles Team und unsere Designerin hat dann diese Vorlage in Zeppelin hochgeladen und ich versuche die jetzt natürlich im Code 1:1 so nachzuprogrammieren. Ich habe jetzt hier auch keinen Fernseher rumstehen, weshalb ich so einen HDMI-Grabber benutze, damit das Chromecast-Signal praktisch als Webcam in meinen Mac reinläuft. So kann ich dann sehen, ob alles funktioniert.
So, also komplett fertig werde ich heute sowieso nicht und ich werde jetzt auch langsam mal Feierabend machen. Mein Schwager hat so eine DJI Mavic-Drohne und ich darf die mir mal ein bisschen ausleihen und habe einfach mal Bock, hier in der Gegend ein bisschen rumzufliegen. Rüdiger, bitte! Das war kein Meter, hast du das gesehen? So, und jetzt zum Abschluss noch zu meiner Überraschung für euch. Und zwar habe ich neulich meine Webseite auf ein neues Design umgezogen und da habe ich mir gedacht, dass es doch eigentlich ganz cool wäre, wenn ich meine eigenen Wallpaper hätte. Gesagt, getan, ich habe 3 wunderschöne Wallpaper für euch entwickelt, die ihr jetzt auf meiner Webseite kostenlos runterladen könnt. Mein allererstes Wallpaper-Pack habe ich dem Namen Flow gegeben, denn für jede Coding-Zeit wollte ich ein passendes Wallpaper haben. Angefangen mit dem roten Hot Lines of Code Wallpaper. Für den coolen Abend gibt es das Wallpaper Cool Evening im nicen Blau. Und mein absoluter Favorit, die Night Session. Alle Wallpaper gibt es in knackscharfer 6K-Auflösung und mich würde natürlich auch interessieren, wie das Wallpaper bei euch so aussieht. Also könnt ihr sehr gerne ein Foto eures Setups auf Instagram in eine Story packen oder vielleicht auch auf Twitter und mich am besten direkt markieren. Ich werde hier aus meiner Zeit in Spanien sicher den einen oder anderen Vlog raushauen. Falls ihr euch gefallen, dann auf jeden Fall ein Abo dalassen. Falls ihr das Video sonst gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, abonnieren nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Kevin.